Karteileichen. Da hatte ich übrigens sehr viele lustige Gespräche im Vorfeld zu, weil Karteileichen sind ja nicht direkt Karteileichen, sondern da müsste man jetzt mal wirklich schauen, was sind Karteileichen? Was meinen wir damit? Was ist die Definition davon? Und wie wollen wir diese Leute am Ende des Tages wieder ansprechen? Karteileichen nimmt aber schon mal vorne weg. Kartei, die Person existiert bereits irgendwo in unserem System. Das heißt, wenn wir uns jetzt anhand von Pipedrive hier durcharbeiten und das mal als das CRM-System im Hintergrund anschauen, dann würde ich sagen, Karteileichen an Bernd, das sind Leute, wo auf jeden Fall eine Aktivitätslücke entstanden ist. Also Leute, die schon mal im System drin sind. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, wir hatten Aktivität mit ihnen. Das ist in der Vergangenheit. Wie ist die Frage, wie wir das definieren wollen? Je nach Sales Cycle kann da was komplett Unterschiedliches rauskommen. Für mich sind 4 Monate wahrscheinlich eine Karteileiche. Bei anderen Vertriebsprozessen sind 2 Jahre kein Kontakt, noch ein komplett normaler Lead. Und die nächste Aktivität ist ungewiss oder ist ungenau geplant, steht aber weit in der Zukunft oder ist gar nicht definiert. Dadurch haben wir eine gewisse Aktivitätslücke vorliegend. Das sind für mich Karteileichen. Das sind Karteileichen, die dann runterfallen, die in einem CRM-System liegen bleiben, ohne dass damit was passiert. Gar nichts passiert, würde ich jetzt gar nicht sagen. Eine Newsletter kommen immer noch durch. Marketing ist immer noch stark involviert, diese Leute irgendwie im Loop zu behalten. Aber halt über klassische Kanäle wie E-Mail. Wir merken, das kommt weniger stark durch. Die Interaktionsrate sinkt Stück für Stück für Stück immer weiter. Viel zu viele E-Mails werden hin und her geschickt. Und nur der Newsletter als, ich sag mal, der letzte Hebel, um die Person weiterhin im Loop zu behalten. Ab der Sekunde ist es für mich eine Karteileiche, die nicht wirklich aktiv benutzt wird. Aber da gibt es unterschiedlichste Definitionen. Im Vorfeld bei uns im Gespräch, bei dir auch von deiner Seite auch ganz wichtiger Punkt, verloren gegangene Deals, Leute, Karteileichen, die am Ende des Tages wirklich im Austausch waren über einen Deal, wo wir im ersten Meeting saßen, wo wir bestimmte Thematiken schon durch hatten, wo der Lead dann aber irgendwo auf dem Weg verloren gegangen ist. Das hätte ich so als die drei größten Indikatoren bezeichnet, wie wir Karteileichen in unserem eigenen System definieren würden und danach halt entsprechend auch suchen würden. Dein Input? Gibt es da noch weitere Fälle, wo du sagst, Karteileichen, das geht noch ein bisschen Ja, ich gehe noch tiefer? einen Schritt zurück. Ich habe immer wieder Kunden, die bei mir stehen und sagen, ja, wir haben jede Menge Excels irgendwo in der Gegend herumgeistern. Ich meine, einer der größten Gründe, warum man überhaupt ein CRM einführt, ist, weil man eben weg will von diesen einzelnen Listen, die irgendwelche Personen auf ihren eigenen Computer führen, die im Outlook drinnen seit Jahren Kontakte sammeln, aber in Wirklichkeit bringt es nichts, ja, weil die stehen da drinnen unbenutzt. Ja. Also unter Karteileichen verwende ich diese ganzen beruflichen Kontakte früher tatsächlich noch, ich habe kurz weggeschmissen, 1200 Visitenkarten. Ja, bei mir, das sind Karteileichen, die einfach eine Kontakte, die man halt irgendwann einmal getroffen hat, kennengelernt hat vielleicht. Manchmal kauft man auch Listen, ja, da stehen auch Kontakte drauf, die sind aber auch schon 10 Jahre alt. Ja, also unter Karteileichen verstehe ich potenzielle Kunden, ja, von denen man irgendeine Art von Kontaktdaten hat. Und das kann tatsächlich nur der Name sein. Ja, kann auch schon möglich sein. Aber man kontaktiert die natürlich nicht, weil man nicht weiß, wer dahinter steckt und ob da jetzt tatsächlich noch ein konkretes Interesse daran da ist. Ja, das verstehe ich unter Karteileichen. Das sind Kontakte, die in der Gegend herumgammeln. Entschuldigung, Beifallsprache wäre das stagnieren. Ja, auf Englisch rotten. Ja, also Kontakte, die man halt irgendwo hat, aber wo man keine Ahnung hat, was man damit machen soll. Und das zahlt sich nicht aus, das händisch zu kontaktieren, weil da findet man normalerweise schneller und einfacher Leads. Das sind für mich Karteileichen. Finde ich super, super Definition. Da wäre natürlich die Frage, wie finden wir jetzt genau diese Karteileichen im CRM-System oder in unseren Excel-Dateien? Das wäre für uns jetzt erstmal der essentielle Schritt 1. Wichtig, wir brauchen erstmal eine gewisse Datengrundlage, ne? Das heißt, die Leute müssen im System drin sein und da müssen wir sie jetzt wiederfinden, um sie entsprechend richtig ansprechen zu können. Da würde ich sagen, nimm uns doch einfach mal mit auf die Reise durch ein CRM, wo wir filtern können nach Karteileichen. Währenddessen gebe ich euch aber direkt eine Umfrage mit auf den Weg. Und zwar, wann legt ihr am Ende des Tages eure Kontakte im CRM-System an? Das ist nämlich eine ziemlich essentielle Frage für uns, wenn es sich darum dreht, wie wir mit Karteileichen umgehen. Weil, wann kommen sie rein? Ist das bei der ersten Interaktion, das erste Mal, wenn wir die Witterung aufnehmen? Ist das nach dem ersten Discovery-Interaktion, nach dem ersten Telefonat, nach dem ersten Meeting? Deutlich später, wenn ich wirklich weiß, dass da wirklich qualifiziert was gebraucht wird. Oder bin ich einer der Vertriebler oder Marketer, die sagt, gar nicht, ich kann das alleine jonglieren
und Karteileichen gehen eh unter. Dementsprechend kommen sie gar nicht erst im System. Einfach gerne mal kurz die Antwort reinhauen. Dann gehen wir da gleich mit Bernd zusammen drauf. Finde ich gerade super spannend, dass es genau jetzt läuft. Ich komme auf das gleich nachher zurück, nämlich auf die Antworten. Es zeichnet sich ja jetzt schon ziemlich, ja, ändert sich gerade. Es zeichnet sich jetzt schon ab, in welche Richtung es geht. Aber ich gebe nachher einen Tipp. Zuerst wollte ich nur ganz kurz zeigen, wenn man im Pipedrive Daten importieren möchte, klickt man da einfach da unten drauf, hat da oben seinen Button Daten importieren. Und jetzt, unvollständiger Import, verwerfen wir jetzt einmal. Das ist mein Testsystem, da spielen wir viel rum. Ja. Und dann nimmt man einfach eine Datei von seiner Festplatte, optimalerweise ein Excel, und sagt, man möchte es jetzt importieren. Ja. Da. Ich nehme jetzt einfach irgendwas. Ja. Jetzt wird die Datei hochgeladen, dann muss man es noch mappen, nennt sich das. Man muss sagen, welche Spaltenüberschrift sozusagen zu welchem Feld im Pipedrive gehört. Ja. Und dann kann man es einfach importieren. Also es ist kein Grund, Daten nicht reinzuspielen im Pipedrive, weil es so einfach geht. Wenn da irgendwer Probleme hat, ein Wort genügt. Kann man sofort helfen. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wann legst du deine Kontakte im CRM an? Ich sehe da hier, die 56% sagen erst nach der ersten Interaktion. Ja? 39 sagen alle Kontakte. Einer sagt deutlich später. Ich bin ein großer Freund davon, dass man so schnell es geht, so gut wie alle Kontakte gleich einmal reinladet. Ja? Es gibt viele Leute, die sagen, ich will ja mein CRM nicht vollmüllen. Ja, wo ich wieder sage, ist ja nichts Schlimmes dran, wenn man viele Kontakte oder auch Organisationen in der Firma hat. Man arbeitet in Pipedrive ja sowieso mit den Deals, die sind immer da. Deals sind konkrete Verkaufschancen. Ja? Aber im Hintergrund stecken immer Kontakte und Organisationen. Und da ist es ja nichts Schlimmes, ja? Wenn man da viele hat. In meinem Live-System sind 60.000 Kontakte im Sinne von Personen, nochmal 60.000 Organisationen. Das ist nichts Schlimmes per se. Wichtig ist, dass man es im Griff hat. Und im Griff hat man es ganz einfach über die Filter. Also jeder, der die Filterfunktion noch nicht kennt im Pipedrive, schaut euch die bitte einmal dringend an. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und da hier, um auf die Frage zu kommen, wie finde ich diese Karteileichen jetzt in meinem CRM? Kommt darauf an, wie man es definiert. Ich kann sagen, zeig mir alle Kontakte, bei denen ich keinen gewonnenen Deal habe. Ja, das wäre ein Filter. In meinem Testsystem sind da jetzt 268 Kontakte drinnen. Ja, ich könnte da hier einen neuen Filter erstellen oder auch kombinieren. Ja, ich kann da sagen, zeig mir alle Kontakte mit keinem gewonnenen Deal, bei denen die Anzahl der E-Mail-Nachrichten null ist. Ja, das sind die, denen ich noch nie irgendeine Nachricht geschickt habe. Ja, ich könnte auch sagen, zeig mir die vor einem bestimmten Datum angelegt sind. Ja, also zum Beispiel mit einem Erstelldatum. Ja, muss man halt nur irgendwas überlegen, wie definiere ich diese Kandidaten, mit denen ich schon seit Ewigkeiten nichts oder wenig zu tun gehabt habe. Ja, das muss ich überlegen. Und dann eben, wie gesagt, die Filter. Ganz eine wichtige Funktion im Pipedrive. Und dann braucht man sich ja nicht fürchten davor, dass man viele, viele, viele Kontakte im Pipedrive hat. Ja, Moritz, macht Sinn? Macht absolut Sinn. Da habe ich zwei Fragen. Einerseits die Standardfelder im Pipedrive. Wir können natürlich, wenn wir über das Thema Karteileichen reden, wir haben über Aktivität geredet, Aktivität, die in der Vergangenheit rausgegangen ist, Erfolge, die wir erzielt haben. Das hast du jetzt über Deals getrackt, die ja automatisch in der Datenbank drin liegen, über geöffnete Sachen. Das heißt, es gibt genügend Standardfelder in Pipedrive und ich sage jetzt mal repräsentativ jedem anderen CRM-System, was entsprechend eingesetzt wird, um hier im Groben und Ganzen Karteileichen erstmal zu identifizieren. Und die in kleinere Listen runter zu segmentieren, dass man sagt, mit denen mache ich jetzt was. Ja, es gibt, du sprichst was Superes an. Ja? Also im Pipedrive gibt es jede Menge Felder, die eben Indikationen dafür geben, wie sehr ich mit einem bestimmten Kontakt halt im Austausch bin. Ja? Also wirklich viele Standardfelder. Zusätzlich kann man natürlich jetzt noch die ganzen benutzerdefinierten Felder anlegen. Man könnte, das haben tatsächlich einige von unseren Kunden, die haben ein Kommunikationsinteresse zum Beispiel. Ja? Oder man kann eine Kategorie anlegen. Das müsste man aber eben von vornherein mitdenken, wenn man zum Beispiel eine Kategorie da hier anlegen möchte. Ja? Und da müssen wir es wieder pflegen. Also genau bei der Auswahl von diesen klassischen Karteileichen, da weiß man ja nicht in Wirklichkeit, was dahinter steckt. Dann arbeitet man mit den Standardfeldern und da gibt es einige wirklich gute dafür. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, nebenbei, ich habe da jetzt gerade geschaut, ich kann auch sagen, zeigen mir alle, bei denen die Anzahl der Aktivitäten zum Beispiel null ist. Das ist auch ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass wenn du nie irgendjemand den angegriffen hat in unserer Firma, dann ist es klassischerweise eine Karteileiche. Ja. Das war
Ja. Frage beantwortet. Frage beantwortet. Das heißt, wir haben die Standardfelder, mit denen wir arbeiten können, die sofort da sind, die wahrscheinlich auch automatisch erhoben werden, die Genau, das Daten, zählt mit. dadurch, dass wir Pipeline nutzen. Und wir haben die Möglichkeit, Custom Fields zu definieren, wo wir dann ganz genau reingucken können, welche Persona ist das, welche Programme nutzt dieser Kunde potenziell in der Vergangenheit. Und dann kann ich auch da wieder anfangen, Karteileichen zu erstellen. Ganz einfaches Beispiel: Pipedrive war vor 3 Jahren für uns noch nicht so ein Thema. Wenn wir aber damals schon getrackt haben, wer das nutzt als System, könnten wir die Leute jetzt wieder proaktiv ansprechen und sagen: Hey, kein Kontakt für 6 Monate und nutzt Pipedrive. Wenn wir die Daten reingelegt haben in das System, haben wir auch die Möglichkeit, danach zu filtern, Segmente zu erstellen und sehr, 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 sehr kleine, aber gute Gruppen zu finden. Wir haben eine kleine Frage: Gibt es eine Pipedrive-Begrenzung an Kontakten, die es gibt? HubSpot bittet dich ja zur Kasse zum Beispiel pro Kontakt. Das ist eine ganz wichtige Sache, die man natürlich wissen muss. Pipedrive in dem Fall, so wie ich dich verstanden habe, gibt es keine Limitation, keine zusätzlichen Kosten, die dabei entstehen. Lieber alle Daten reinlegen, als sparsam damit umgehen und Daten im großen Stil löschen. Jede Information, die man hat, ist über einen Kunden ist wichtig. Ja, deswegen möglichst alles, alles, alles reinladen. Angenehmerweise, wie du gesagt hast, bei Pipedrive kostet es nichts. Ja. Ganz genau. Und bei Richtung HubSpot, genau, ich muss mich korrigieren, nur nicht das Reinlegen der Kontakte, sondern das Reinlegen der Marketing-Kontakte. Das heißt, Marketing, HubSpot ist unterteilt in verschiedene Suites und die Marketing-Suite funktioniert basierend auf Volumen. Die Vertriebssuite in dem Fall auch nicht. Das heißt, auch hier dürfen wir Kontakte reinlegen, wie wir wollen. Aber die Marketing-Aktivität ist begrenzt, weil hier es über Volumen abgerechnet wird. Macht dort. Aber wir haben gelernt, okay. Alle Daten rein ins CRM. Am besten im Vorfeld sich das so zurechtlegen, dass man die richtigen Standardfelder in Kombination mit Custom Fields hat, um effektiv runterzufiltern. Hast du da irgendwelche Custom Fields, wo du sagst, würdest du jedem ans Herz legen, um dann genau später sowas machen zu können? Oder sagst du wirklich Fall zu Fall unterschiedlich? Das muss man sich wirklich anschauen. Ja, es gibt natürlich ein paar so Klassiker, die man drinnen hat. Das, was ich da gehabt habe in unserem Testsystem, zum Beispiel die Kategorien. Ja, Kategorie beim Kontakt zum Beispiel bedeutet, was für eine Rolle übernimmt jetzt jemand im CRM, wenn man das von vornherein mitpflegen möchte. Ja, für dieses Thema Karteileichen sind die benutzerdefinierten Felder aber nicht so ausschlaggebend, weil da geht es ja darum, eben genau solche Kontakte herauszufiltern, mit denen man noch nicht so viele so viel Kontakte gehabt hat, so viele Anknüpfungspunkte. Ja, wenn man einen Kontakt im Pipedrive schon schön gepflegt hat, gibt es eine andere Funktion, die sehr nett ist. Ich zeige das nochmal kurz her, diese Timeline für Kontakte. Kennst du das, Moritz? Habe ich das schon mal gezeigt? Ja. Vor 2 Tagen. Das ist super praktisch. Ja. Also ich kann da drinnen sagen, zum Beispiel, ich erstelle mir irgendeinen Filter und dann sage ich mir, zeig mir alle diejenigen, bei denen ich jetzt mir selber vorgenommen habe, dass ich zum Beispiel halbjährlich kontaktiere. Ja, in meinem Demosystem habe ich 278 jetzt nicht kontaktiert. Ja, das sind jetzt aber Kontakte, so würde ich eher tatsächlich arbeiten, wenn ich schon weiß, wer dahinter steckt, wenn ich schon mal mehr mit denen zu tun gehabt habe. Ja, und dann verwende ich die ganz normalen Pipeline-Funktionen, wie zum Beispiel eine Mailingliste. Ja, also wenn ich mit denen schon offiziell zu tun gehabt habe, brauche ich die sozusagen nicht mehr anwärmen. Das sind keine Karteileichen, sondern weiß ich schon, was mit denen zu tun ist. Und wenn ich schon mal die Mühe gemacht habe und den Alex zum Beispiel, ein Partner aus Portugal, wenn ich den schon mal da unten drauf geklickt habe und daher sagt, das ist jetzt ein potenzieller Kunde oder so, habe ich mit dem ja schon irgendwas zu tun gehabt, dann ist es keine echte Karteileiche mehr. Wir reden ja darum, wie schafft man es, diese 20.000 Kontakte, die dem CRM rumgeistern, jetzt wieder zu aktivieren. Wo finde ich heraus, wer jetzt für uns doch interessant sein könnte? Ja? Sehr guter Punkt. Und über die Filter, die du gesagt hast, kommen wir an entsprechend genau die Listen Genau. ran, die wir filtern. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel eine Liste machen aus Leuten, mit denen wir ein halbes Jahr nicht interagiert haben, wo die Anzahl der E-Mails, die hin und her gewandert ist, unter 5 liegt, kaum richtiger Genau. Kontakt und auf jeden Fall der Deal niemals in eine bestimmte Phase gekommen Genau. ist, wodurch wir wissen, im Entscheidungsprozess davor ist er irgendwo Oder wo verloren es noch gar gegangen. keinen Deal gibt. Jetzt können wir die Daten da auch rausziehen wahrscheinlich, Natürlich. ne? Wie würden wir das draußen Also machen? das Erste, was ich mache, ich definiere mir da halt einmal die Felder, die für mich jetzt spannend sind. Ja, da hier bei diesem kleinen Zahnrad. Das wäre, was brauchen wir bei dir eigentlich? Name, wenn wir mit Richard weiterarbeiten. Im wichtigsten auch der Name, Sprache, die Pipedrive-ID ist eine super interessante Ja. Thematik. Aber je mehr Datensätze wir haben, desto mehr können wir natürlich auch verwenden. Die wichtigsten sind Vorname, Nachname, LinkedIn und die Pipedrive-ID.
weil dadurch haben wir dann die Möglichkeit, im Nachgang eine ganze, ganze Menge zu machen. Die Bypass-System-ID, nur falls das irgendjemand nicht weiß, jeder Kontakt, den man anlegt, hat eine fortlaufende Nummer. Ja, diese Bypass-ID ist genau diese Nummer, die jetzt der Ben von Beuden in meinem Fall da oben drinnen stehen hat. Das ist 2797. Das ist eben der 2797. Kontakt, den ich anlege in meinem Pipeline. Das ist die Pipeline-System-ID, habe ich jetzt daher auch dabei stehen. Ja? Also beim Export sucht man sich als erstes einmal die ganzen Felder, die man halt exportieren möchte. Ja? Und dann klickt man da oben drauf und sagt Filterergebnisse exportieren. Und dann kann man sie aussuchen, ob als Excel oder als CSV. Wie machst du es lieber? Super. Lieber als CSV. Weil wir haben gleich ein paar verschiedene Tools, mit denen wir dann mit den Daten weiterspielen. Und CSV gilt da einfach als der absolute Standard, mit dem jedes Tool reden kann. Deshalb Excel, wenn wir mit den Daten selbst arbeiten wollen. CSV, wenn wir die Daten automatisiert in irgendwelchen anderen Systemen weiterverarbeiten wollen. Das ist immer so der Klassiker. Sehr schön. Das heißt, du würdest mir jetzt hier diese CSV zur Verfügung stellen. Dann reiße ich meinen Bildschirm einfach wieder an mich und sage, super. Das heißt, wir haben jetzt von dir eine CSV-Datei bekommen mit Karteileichen, verschiedenste CSV-Dateien vielleicht sogar, Karteileichen, mit denen wir uns echt getroffen hatten auf Messen, auf Netzwerkevents vor mindestens einem halben Jahr und dann keinen Kontakt mehr hatten, Karteileichen, die einen Deal hatten, aber bevor das Angebot gesendet werden konnten, sage ich mal, auf Lost gewandert sind. Wir haben jetzt eine schöne Datei, wo auf jeden Fall Kontakt- und Unternehmensdaten drin liegen. Was machen wir jetzt mit den Dateien? Das ist natürlich die Kernfrage in diesem Call. Und wir können natürlich auf der einen Seite ganz klassisch den Weg nach rechts gehen und sagen, wir machen kaltes Follow-up. Wir können manuell eine E-Mail schreiben. Wir können E-Mail-Cadence schreiben, mehrere hintereinander. Wir können das über Pipedrive sogar teilweise automatisieren und uns den Aufwand darunter nehmen. Das einzige Problem ist, wir wissen ja gar nicht, wo die jetzt gerade stehen. Und es wäre einfach ein nächster zeitlicher Follow-up, wo wir sagen, na, wie sieht es jetzt aus? Brauchst du uns immer noch nicht, kennst du uns immer noch nicht. Alle Thematiken in die Richtung, wo wir wissen, zeitaufwendig irgendwo und wahrscheinlich nicht ganz so erfolgsversprechend. Das wirkt mehr wie negative Energie, die wir rübersenden, als wirklich Potenzial, was wir ausschöpfen können, weil wir nicht wissen, wo die Person steht und weil wir hier proaktiv auf die Person direkt zutreten. Die Alternative, die jeder Marketer entscheidend positionieren würde, wäre, wir können die Liste natürlich jetzt nehmen und zu Google, Facebook, LinkedIn hochladen und sagen, erstell mir daraus eine tolle Marketing-Audience. Wir schalten jetzt Werbung und wärmen diesen abgekühlten Lead, verloren gegangenen Prospect Stück für Stück wieder auf. Auch da haben wir natürlich große Vorteile. Es ist nicht ganz so direkt wie der direkte kalte Follow-up-Kanal. Trotzdem, es kostet uns eine ganze Menge Geld. Es ist eine Sache, je kleiner die Zielgruppe ist und wenn man über einen CRM-Export redet, hat nicht jeder 40.000 Leads in seiner Datenbank, die er mal kurz raus exportieren kann. Je kleiner die Zielgruppe, desto teurer unser Preis und Werbung vergibt nicht. Wir müssen hier wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgestellt sein, damit diese Werbeausgaben, die wir hier ausgeben, nicht versickern, sondern auch wirklich zielgerichtet da wieder ankommen, wo wir sie haben wollen. Deshalb beides tolle Möglichkeiten. In dem heutigen Call werden wir uns jetzt aber damit beschäftigen, wie wir denn jetzt einen neuen Weg nutzen, um genau diese Leute anzusprechen. Und das wäre natürlich der Weg über LinkedIn, dass wir sagen, anstatt dass wir die Personen jetzt, ohne zu wissen, was die Grundsituation ist, direkt aggressiv ansprechen über die klassischen Kanäle, wo es die letzten 6 Monate nicht geklappt hat, nutzen wir die Datensituation und fügen die Person auf LinkedIn hinzu, um sie hier in unser Netzwerk zu ziehen. Und dafür brauchen wir im Wesentlichen nur 2 Datenpunkte oder einen von beiden. Entweder das CRM-System ist richtig gut eingerichtet und wir haben sogar schon die LinkedIn-URLs von den entsprechenden Leuten, die wir da hochgeladen haben. Oder auf der anderen Seite, wir haben nur die Unternehmensdaten. Das heißt, Vorname, Nachname und eine Webseite oder ein Unternehmensname, kein LinkedIn-Profil, das Ganze haben wir nie erfasst. Trotzdem, mit einem dieser 2 Fällen können wir jetzt wunderbar arbeiten, um die Leute in die nächste Phase reinzuziehen und zu sagen, wir wollen auf LinkedIn mit euch den nächsten Schritt gehen. Und dann wäre die Frage, was wäre der nächste Schritt und warum? Nächster Schritt ganz klar, wir ziehen die Person ins Netzwerk und haben dadurch ein ganz, ganz großes Portfolio an Funktionen und Möglichkeiten, die wir hier nutzen können. Ganz klar, kurz runtergerattert, wir haben direkten Kommunikationskanal, der neben der E-Mail, nicht statt der E-Mail, sondern neben der E-Mail eine wunderbare Ergänzung ist, um hier wirklich regelmäßig in den Kontakt zu kommen. Das Ganze funktioniert inbound und outbound. Das heißt, wir können angeschrieben werden. Wir öffnen einen neuen Kanal, womit uns geredet werden kann. Gleichzeitig können wir den auch nutzen, um proaktiv die Leute anzusprechen. Wird aber erstmal bei dem Thema ein bisschen weiter nach hinten geschoben, sondern es geht darum, wir können erreicht werden.
Wir haben regelmäßige Touchpoints über Inhalte, die wir posten können, sodass unsere Person, die jetzt gerade noch kalt ist, als Karteileiche irgendwo auf dem Weg verloren gegangen ist, dass die wirklich auf wöchentlicher, biweekly, monatlicher Art und Weise über uns persönlich, über unser Unternehmen aufgeklärt wird, über Inhalte, die organisch und kostenlos mehr oder weniger im Feed von diesen Leuten auftauchen. Wunderbare Möglichkeit, um ähnlich wie Newsletter, den wir wahrscheinlich schon alle nutzen, zu benutzen, um die Leute wieder in dein Dunstwasser zu ziehen und wieder die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Auf LinkedIn gleichzeitig, wir haben eine super gut positionierte Webpräsenz. Das heißt, wenn sich eine Person über uns interessiert, wenn wir die Aufmerksamkeit erhaschen, ist es von da aus kein langer Weg über eine aufwendige Google-Suche, wo über SEO ganz, ganz gut dein Thema platziert sein muss. Nein, die Leute werden auf den richtigen Seiten landen, weil wir auf LinkedIn hier die Möglichkeit haben, die gut zu präsentieren und die Leute gut dahin zu leiten. Und gleichzeitig bietet LinkedIn super Datenpunkte, um zu messen, wer sind denn die Leute, die entsprechend auf genau diese Angebote gehen? Wer beschäftigt sich mit uns und unseren Inhalten? Das sind natürlich super Datenpunkte, die wir nutzen können, um zu gucken, welche der Leute, die wir jetzt kalt in unser Netzwerk ziehen an den Karteileichen, sind dann wirklich die, auf die wir jetzt proaktiv als Vertriebler zugehen sollten, um hier den nächsten Touchpoint, den nächsten Kontaktpunkt am Ende des Tages auszumachen. Da gibt es noch deutlich mehr Vorteile. In einem Wort erklärt, aber wirklich, dass der wichtigste, weshalb wir es machen, sind die regelmäßigen Touchpoints. Stell dich wirklich vor, ein Newsletter, den man alle 4 bis 6 Wochen raussendet, hat eine Aufmerksamkeitszeit von 10 Sekunden und hat trotzdem großen Mehrwert, weil man es wieder schafft, in das Gedächtnis der Leute gerufen zu werden. Mit regelmäßigen LinkedIn-Posts und mit Inhalten, die wir hier teilen, den Leuten einen Einblick in unser persönliches Leben geben, in Verbindung mit unserem beruflichen Leben, schafft am meisten Aufmerksamkeit, baut Gewohnheit auf, wo die Gewohnheit verloren gegangen ist und baut das Vertrauen auf, was wir am Anfang nicht hatten, sonst wäre ja jetzt keine Karteileiche, die wir in einem späteren Verlauf nutzen können. Und hier nur als 2 schöne Beispiele, wir können überall unsere Links positionieren, wo wir die Leute direkt auf unsere Webseiten, kostenlose Angebote schicken und sie dort sich selbstständig fortbilden lassen, warum sie denn mit uns weiter interagieren sollen. Das heißt, LinkedIn ist genau wie ein E-Mail-Newsletter entsprechend ein super Kanal, um die Leute aufrecht und aktuell, sage ich mal, zu halten. Bloß mit dem Vorteil, ein deutlich höheres Volumen, deutlich niedrigere Opt-out-Raten. Das heißt, kaum einer geht aus seinem LinkedIn-Netzwerk raus, nur weil er Beiträge sieht. Viele gehen aus deinem E-Mail-Newsletter raus, weil sie E-Mails bekommen. Dementsprechend leicht andere Systematik, gleicher Nutzenfaktor, aber deutlich höher aus unserer Sicht. Deshalb, hier wollen wir hin. Wir wollen die Leute proaktiv in unser Netzwerk ziehen, um hier aufzuwärmen, zu tracken und zu überlegen, wann wir sie in den nächsten Prozess proaktiv reinschieben können. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, genau erstmal diese wunderbaren Daten, die du für uns am Ende des Tages generiert hast, sage ich jetzt mal, umzuwandeln. Ne? Das heißt, wir haben eine CSV-Datei mit einer großen Menge an Karteileichen, die uns irgendwoher kennen, die irgendwo im Prozess mal mit uns standen, aber im Wesentlichen seitdem jetzt abgekühlt sind. Und je nachdem, wie die Datenlage da ist, wird es jetzt sehr anstrengend, sehr einfach oder irgendwas dazwischen. Denn wir müssen jetzt diese Karteidaten in LinkedIn-Profile umwandeln und wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Der klassische Weg, wir machen das manuell. Ne? Wir gehen wirklich auf LinkedIn, tippen den Vornamen, Nachname und Unternehmensname ein. Mit den 3 Datenpunkten findet ihr sofort jede Person, mit der ihr auf LinkedIn in Kontakt kommen wollt. Einfach in die kostenlose Suchleiste eintragen und schon werden die Ergebnisse direkt euch angezeigt. Wichtig an der Stelle, wenn ihr das viel machen wollt, braucht ihr auf jeden Fall ein Premium-Profil, um entsprechend von LinkedIn hier als ein seriöses Vertriebswesen, sage ich jetzt mal, angesehen zu werden. Die wollen euch natürlich auch was verkaufen. Und das, was die euch verkaufen wollen, ist das Premium-Produkt. Irgendwo zwischen 39 und 59 Euro pro Monat ist jetzt gerade das Pricing bei LinkedIn ein sehr wertvolles Produkt, weil es uns erlaubt, die Leute selbstständig rauszusuchen und die Daten, die uns potenziell in unserer CSV-Datei jetzt gerade fehlen, zu ergänzen. Aber wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass am Ende des Tages die Daten alle schon da sind. Wenn die Daten da sind, so, jetzt muss ich mal wieder knapp daneben geklickt, wenn die Daten da sind, das heißt, wir schon LinkedIn-Profile haben, dann können wir die ganz einfach per Schnittstelle in alle möglichen Tools importieren, zum Beispiel Reachout, wo wir gleich im Detail darauf eingehen werden, in einem 2-Minuten-Prozess. Das heißt, wenn wir
die Vorarbeit leisten, die Bernd heute immer leistet, die LinkedIn-Profile zu erfassen, wenn wir das erste Mal mit ihnen interagieren und sie im CRM-System abgespeichert haben, können wir davon jetzt sehr stark profitieren und am Ende des Tages hier diese Leute in einem 2-Minuten-Prozess einfach in den nächsten Schritt rein importieren und von da aus weitermachen. Es gibt noch einen dritten Weg, statt manuell suchen oder wir haben die Daten schon. Und zwar, wir haben die Unternehmensdaten. Die Unternehmensdaten sind nämlich unfassbar, ich sage jetzt mal am Ende des Tages, wertvoll. Wir können sie nämlich nutzen, um mit dem Sales Navigator automatisch diese Personen und Unternehmen zu finden. Auch hier hat es nicht geschafft, das zu übertragen. Ich starte es nochmal. Der Sales Navigator. Dip, 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 dip. Genau, übrigens erstes Mal mit diesem Tool. Das heißt, falls irgendwas langsamer ist, bitte vergeben und Feedback im Nachgang dalassen. Sales Navigator Suche ist ein 15-Minuten-Prozess, liegt genau zwischen unserem. Wir haben die Daten schon und wir müssen die Daten manuell suchen. Und mit dem Sales Navigator können wir gleich aus der CSV-Datei, die wir haben, unfassbar viel machen. Denn im Sales Navigator kann eine Liste von Unternehmensdaten, wichtig, keine personenbezogenen Daten, sondern unternehmensbezogenen Daten hochgeladen werden. Dass wir sagen, das sind die 1000 Unternehmen, die jetzt uns runtergefallen sind, mit Webseite und Unternehmensname zum Beispiel. Und dann können wir innerhalb von einem kleinen Prozess da wirklich eine Liste draus erstellen, automatisch. Und diese Liste, man sieht es auf der rechten Seite, dann in eine Suche einbetten und sagen, gib mir mal bitte nur die Geschäftsführer von genau den Unternehmen, die ich hier hochgeladen habe. Und dann sucht er uns nicht nur die Leute in unserem CRM-System raus, sondern jeden aktuellen Ansprechpartner in dem Unternehmen, was wir entsprechend targetieren. Und das ist natürlich das, was wir haben wollen, plus noch mehr. Das heißt, Sales Navigator, eine wunderbare Möglichkeit, um hier am Ende des Tages schnell mit wenig Klicks tatsächlich die Leute zu recherchieren. Und da würde ich euch einfach mal mit auf den Weg nehmen. Kurz einhaken. Ja, es gibt genau die gleiche, also sehr ähnliche Funktion auch im Pipedrive, den namens Prospector nennt sich das. Da kann man auch im Hintergrund steckt auch LinkedIn. Also es ist von der Technik her sehr ähnlich. Also da kann man auch seine Suchbegriffe eingeben und dann eine Jobposition zum Beispiel oder eben auch Organisationen suchen. Ja, also wenn man sich eine Liste von potenziellen Kandidaten irgendwie zusammenbauen kann. Also ich habe vor kurzem einen Kunden gehabt, der hat gesagt, zeig mir alle Unternehmen mit, ich glaube, über 10.000 Mitarbeiter in Baden-Württemberg. Ja, solche Sachen findest du halt auch direkt im Pipedrive, dann spart man sich den Navigator damit, gell? Weil du brauchst, na doch, du brauchst ja die Personen nachher. Es kommt immer drauf an, also das Prinzip von Pipedrive ist, dass sie diese Daten dir auch zur Verfügung machen, direkt im Tool. Das ist dann mehr so, dass ich suche nach kalten Leads, die ich dann das erste Mal anspreche. Wenn wir die Datenpunkte schon in Pipedrive haben, würde ich am Ende des Tages immer mit dem Sales Navigator den Weg zurücknehmen, weil der hat wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich sage es aber immer so zu meinen Kunden, in der Sekunde, wo es um 200, 300 Leads geht, die ihr pro Monat da irgendwie durchjagen wollt, macht das Ganze manuell, da lohnen sich die Kosten für den Sales Navigator teilweise gar nicht, sondern ein Premium-Profil. Ab der Sekunde, wo wir Volumen von 500 Leads pro Monat erreichen, ab der Sekunde willst du eine ganze Menge Automatisierung damit reinziehen und die verkauft dir LinkedIn einfach in diesem Premium-Profil nicht, sondern im Sales Navigator. Das heißt, entweder man entscheidet sich für den Weg mit Pipedrive oder den LinkedIn Sales Navigator. Beides eine seriöse Auswahl, aber beides muss man auch dazu sagen, mit einem gewissen Kostenpunkt verbunden. Kurze Frage, hallo zusammen, auf welche Quelle greift denn der Sales Navigator bei der Recherche zu? Das ist tatsächlich die Datenquelle von LinkedIn. Das heißt, LinkedIn, die Plattform, ist mehr oder weniger für alle frei verfügbar und du darfst da ein bisschen aktiver werden, wenn du ein Premium-Profil hast. Das ist mehr oder weniger das Angebot von LinkedIn. Und der Sales Navigator ist eine separate Plattform, anderes Design, andere Oberfläche, andere Möglichkeiten, die aber auf dieselben Daten von LinkedIn greift, wo du dann sagst, hey, zeig mir mal bitte alle Ansprechpartner, die aus einer Unternehmensgröße kommen von Folgendes, aus der Branche, in der Region, mit so und so viel Erfahrung in dem derzeitigen Job. Und dann schmeißt ihr Sales Navigator von der LinkedIn-Datenbank die Ergebnisse ein bisschen zielgerichtet hat. Steven spricht aber Spannendes an. Ja? Also LinkedIn limitiert, das stimmt. Gell? Und die Daten von den Personen sind von den Personen selbst gepflegt und vom Unternehmen auch vom Unternehmen selbst. Gell? Das heißt, absolut, ist insofern schon ein wenig beschränkt dadurch, was das Unternehmen dort eingibt. Und man findet logischerweise auch nicht alle, weil es halt kein gelbes Seitenverzeichnis ist, sondern eben LinkedIn, wo es die Unternehmen sich selbst
präsentieren sozusagen. Was schätzt du, oder na, du weißt es sicher, wie viel Prozent also aller Unternehmen in Deutschland sind in der Zwischenzeit auf LinkedIn? Oh, prozentual gesehen würde ich sagen, sind wir da noch nicht so weit vorne, wie wir es gerne hätten. Ich könnte dir jetzt wirklich nur ein Bauchgefühl geben. Ich würde sagen, 30% in die Richtung würde das Ganze eher gehen. Ja. Es kommt sehr stark auf deine Industrie an. Es ist immer, wenn ein Kunde reinkommt, ist die Frage, was für Industrien fokussierst du, mit wem redest du da am Ende des Tages? Sind die Personen auf LinkedIn aktiv? Ja. Falls ja, wird das Ganze ein tolles Thema für dich. Aber das Ganze ist jetzt gerade Branche für Branche, sickert jetzt gerade nach LinkedIn rein, was wir gerade merken. Xing stirbt immer weiter weg. Das merke ich auch. Viele Branchen verabschieden auch von Xing und gehen rüber zu LinkedIn, ich sag jetzt mal. Aber man muss wirklich gucken, das ist unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel sagen Marketing und Advertisement der Space, würde ich dir sagen, 99,995% der Unternehmen sind gelistet. Ja. Wenn wir dann jetzt aber zum Beispiel uns Industrie anschauen, Maschinenproduktion, dann habe ich ganz oft das Phänomen, dass ich drauf schaue, das Unternehmen finde und dann steht da 10.000 plus Mitarbeiter. Drei sind es. Vier davon auch. Ja, Klassiker. Ganz genau. Das ist so eine klassische Sache, wo du merkst, okay, ja, auch die Unternehmen sind gelistet, weil es 1, 2, 3 Leute gibt, die da entsprechend sich trotzdem listen werden. Aber das ist nicht branchenübergreifend in allen gleich genutzt, sondern sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Sehe ich auch. Danke, Steven, für die Frage. Sehr guter Hinweis. Absolut. CSV. Wir haben jetzt eine CSV hier bekommen durch den Export aus Pipedrive. Wir haben hier die wunderbare Pipedrive-ID drin. Wir wissen, es sind alles geholte Leads. Und wir wissen, ein paar davon haben LinkedIn-Profil, ein paar nicht. Je nachdem, wie diese Datei aussieht, müssen wir jetzt überlegen, wie machen wir von hier aus weiter. Wie gesagt, wenn wir den Vornamen und den Nachnamen von einer Person haben, können wir den einfach entsprechend einmal eintippen, suchen und kommen innerhalb von einem Klick auf das LinkedIn-Profil und können da natürlich die URL entweder rausziehen und hier einfügen oder direkt den Prozess hier auf LinkedIn starten und die Person anfragen, connecten, alles, was in die Richtung da möglich wäre. In unserem Beispiel würden wir jetzt einfach die Daten hier ergänzen und sagen, wir haben jetzt zum Beispiel mal von den ersten 10 die LinkedIn-Profildaten. Das heißt, wir können die direkt importieren. Von den nächsten 3 nicht. Das heißt, die könnten wir nicht importieren. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, wie man mit dieser CSV relativ automatisch umgehen kann. Aber erstmal die Frage, was wollen wir denn erreichen mit der CSV? Ne? Wir wollen die Leute ins Netzwerk ziehen, haben wir gesagt. Das heißt, damit Content bespielen, neuen Kommunikationskanal eröffnen, sichtbar werden auf einer regulären Basis. Das heißt, was machen wir? Wir müssen eine Kampagne starten. Und bei der Kampagne sind wir jetzt beim Stichwort Reach Out. Wie können wir mit relativ wenig Aufwand hier in den Kontakt mit unserer Zielgruppe kommen? Mit Reach Out können wir vordefinieren, welche Schritte wir gerne abgearbeitet haben wollen. Zum Beispiel jetzt in dem Fall verschiedene Textblöcke, die wir vordefinieren und sagen, wir würden gerne eine Kontaktanfrage senden, eine Stunde nachdem wir hier den Profilbesuch durchgeführt haben. Und da wollen wir jetzt die ganzen Leute rein importieren, um genau diesen manuellen Aufwand nicht zu haben. Und nicht den Aufwand zu haben, zu tracken, hey, wer nimmt denn meine Kontaktanfrage an? Die Daten im Nachhinein anzureichern und mehr oder weniger den Prozess nach unten hin immer weiter auszuführen. Das übernimmt alles Reach-Out. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Daten bei uns rein, um von da aus den Prozess größtenhalber, ich sage jetzt mal, zu automatisieren. Wenn wir eine CSV-Datei haben, können wir die natürlich einfach hier hochladen. Wichtig CSV. Ne? Und alle Leute, die ein LinkedIn-Profil haben, kann ich dann direkt hier entsprechend in dem Prozess, genau wie ich das bei Pipedrive machen konnte, genau wie ich das entsprechend hier machen kann, kann ich das einfach mappen und sagen, folgende Datenpunkte bitte folgendermaßen interpretieren. Und dann kann ich wirklich einfach die Person oder die Person, die Leads, in wenigen Klicks importieren und am Ende des Tages direkt hier in eine Kampagne reinlegen und sagen, folgende Leute bitte über mein Profil ansprechen mit folgender Kampagne. Los geht's. Und schon wird das ganze Thema abgeloadet im Hintergrund. Wir können natürlich den anderen Weg gehen und sagen, ich habe gar keine CSV-Datei, die entsprechend hier diese Daten hochladen kann, weil ich die LinkedIn-Profile nicht habe. Also gehe ich zu LinkedIn und lade die gleiche CSV hier hoch. Der Sales Navigator ist teuer, ich sage es direkt dazu, aber er bietet dir viele Möglichkeiten. Wenn ich irgendwas von Account-Name, URL der Webseite, Land habe, einen dieser 3 Datenpunkte oder 2 dieser 3 Datenpunkte, kann ich auch im Sales Navigator jetzt einfach hier eine Liste hochladen, die automatisch erkannt wird von Unternehmen. Das heißt, wir würden jetzt nicht den Personenteil importieren, sondern nur den Unternehmenteil, hätten dadurch aber eine Liste von zum Beispiel 1000 Unternehmen, wo wir sagen, alle perfekt rausgesucht, hat LinkedIn für uns automatisch auf LinkedIn identifiziert
Und jetzt können wir die zweite Funktion vom Sales Navigator nutzen, um zu sagen, guck mal, ich brauche nur die Ansprechpartner in Deutschland, die im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung sitzen, in folgenden Karrierepositionen, die noch nicht irgendwo in der Leadliste bei mir drin sind, weil das heißt, ich bin ja irgendwo schon im Kontakt, das Ganze aufzubauen. Und ganz wichtig, die Leute, die in der Accountliste, also Unternehmensliste ist, die wir gerade hochgeladen haben. Was ist jetzt Website-Import? Das heißt, alle Leute, die meine Website besucht haben, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal wäre das jetzt genau diese Karteileichen-Datei, dass ich sage, 1000 Unternehmen, an denen ich es versucht habe, aber gescheitert bin und mein Ansprechpartner nicht mehr auf mich reagiert, lade ich die hier mal hoch und kriege direkt von LinkedIn gefiltert, wer sind die aktuellen Ansprechpartner in genau den Unternehmen, wo ich jetzt hier den Kontakt suche. Das heißt, super effektiv, super skalierbar, bietet uns der Sales Navigator hier an, die richtigen Leute zu identifizieren und ein paar wenig Klicks entsprechend in der Liste zu speichern, sodass wir von da aus die wieder zu Reachout importieren können, genau wie wir das über den CSV-Prozess gemacht haben. Das in beiden Fällen kaum Aufwand links und rechts passiert. Und wir am Ende auftauchen hier mit einer Liste an Kontakten, die importiert wurde zu Reachout, die jetzt entsprechend in einer Sequenz drin liegen. Kann ich ein bisschen nach unten scrollen. Wo der Anspracheprozess komplett mehr oder weniger definiert ist am Ende des Tages. Das zeigst du nachher noch, gell? Wie so eine Sequenz ausschauen kann, oder? Ganz genau. Also es gibt verschiedene Sequenzen. Die Sequenz, die ich jetzt hier tatsächlich benutzen würde, ist am Ende des Tages relativ simple. Und zwar, ich sage einfach, ich bin schon mal über das Profil gestolpert. Das kam mir bekannt vor, freue mich auf die Verwendung hier. Das heißt, auf gar keinen Fall zu aggressiv, sondern wirklich nur ein sachtes Follow-up. Wie gesagt, in der Phase 1 geht es für uns darum, hier die Person wirklich ins Netzwerk zu bekommen. Aber genau da habe ich am Ende des Tages auch nochmal eine schöne Umfrage für euch, weil es ist unfassbar branchen-, typ- und produktabhängig, wie wir hier wirklich in den Kontakt kommen wollen. Und jeder Mensch auf LinkedIn möchte anders angeschrieben werden. Deshalb, wie wollt ihr in den Kontakt kommen mit eurer Zielgruppe oder wie werdet ihr am liebsten angefragt? Wichtige Frage. Umfrage ist raus, freundlich mit einem allgemeinen Text. Ich sage mal eine Interpretation von meinem hier. Ich bin übers Profil gestolpert, das sah spannend aus. So ein bisschen Honig um den Bart drumherum schmieren und freundlich hier das Gespräch eröffnen. Wir können natürlich das Ganze noch personalisieren, Gemeinsamkeiten aufzeigen. Wir können hier super ins Detail gehen. Wir können aber auch, das hat bis jetzt noch keiner angeklickt, da bin ich bis jetzt sehr froh, knallhart pitchen, ne? Dass wir einfach sagen, wir legen hier den Inhalt aus unserem Cold Calling einfach in eine LinkedIn-Anfrage rein. Würde ich euch aber sagen, wenn ihr da draufklickt, macht das lieber mal nicht. Das ist nicht der erfolgsversprechende Ansatz. Ich weiß. Gleichzeitig. Das ist das, was ich schon von Verkaufstrainern tausendmal gehört habe. Ich weiß, Sie sind ein viel beschäftigter Mann, deswegen komme ich gleich zum Punkt. Da weiß ich sofort, okay, da will man was verkaufen, ist auch schön, ja? Ich bin ja interessiert dran. Ich weiß aber gleichzeitig, dass er eher so mittelmäßige Verkaufstrainer an der Hand hat. Das heißt, ich zweifle schon einmal dran, dass es ein gescheiter Pitch wird, wenn er so beginnt. Deswegen dieses knallharte Pitch mag ich auch nicht. Obwohl ich auch gern zum Punkt komme und weiß, was jemand will von mir. Ja? Also, absolut. Aber nicht so. Ja. Und dann eine DIN A4-Seite mit zwei Links schicken, wo ich mir dann entsprechend von Anfang an mir denke, ich bin erschlagen, den Text werde ich niemals lesen. Das ist ein Unterschied, je nachdem. Ich muss aber auch dazu sagen, guck dir mal die alten Industrien an. Ich sage jetzt mal Maschinenbau oder andere Bereiche, die jetzt gerade noch nicht so targetiert wurden. Ist anders. Das heißt, die noch gar nicht den Traffic bekommen haben, den du und ich bekommen haben in unserer softwareseitigen Position hier. Da kann das sehr gut funktionieren. Wenn ich jetzt neue Leute, die auf LinkedIn dazukommen oder Leute, die nicht bis jetzt so angesprochen wurden, direkt ansprechen, kann das auch super klappen. Man muss allerdings das ausprobieren und ich sage jetzt mal allgemein geltend ist, langsam eine Beziehung aufbauen, personalisiert die Person anfragen und nicht zu schnell. Und das habt ihr im Prinzip auch in den Abstimmungen da gut gesagt. 40% freundlich allgemein, 20% Gemeinsamkeiten anzeigen, 30% ohne Nachricht. Auch ohne Nachricht sehr wichtig. Warum? Wir können hier nichts kaputt machen. Ne? Wir können hier nicht auf gar keinen Fall irgendeine falsche Nachricht senden, wo die Person sich angegriffen fühlt oder in irgendeinem Fall unzufrieden wird. Oder, Entschuldigung, muss ich auch nochmal schauen, dein Text da unten, ich bin gerade über dein Profil gestolpert, das kam mir bekannt vor. Jetzt kann es natürlich sein, dass da meine Verwandtschaft drinnen ist in meinen Leadlisten auch irgendwelchen Gründen. Ja? Wenn ich dir dann sowas sage, fragen, wenn ich beim nächsten Familientreffen ein bisschen angrenzt bin. Ja, also das ist gar nicht so ohne. Ich bin eigentlich auch ein großer Freund davon, dass man eigentlich nicht zu viel schickt am Anfang. Absolut. Ja.
Das, was wir hier immer noch machen, ist jetzt in dem Fall verschiedene Versionen davon zu hinterlegen. Dass wir sagen, wir definieren es einmal per Du, einmal per Sie und einmal per Englisch und entscheiden dann, je nachdem, was vor uns für ein Profil ist, welches Template gesendet werden soll. Das hilft schon mal, hinter das per Du dann entsprechend ein Zwinker-Smiley zu setzen. Das Profil kam mir bekannt vor, Zwinker-Smiley, weil genau sowas wie ehemalige Kollegen, ehemalige Kunden, Leute, mit denen du noch vor 2 Wochen telefoniert hast, die müssen sich richtig angesprochen fühlen und deshalb auch ohne Text eine sehr seriöse Wahl. Wenn ihr nichts Relevantes zu sagen habt und nicht wisst, wie ihr mit diesem kleinen Segment gut interagieren könnt, könnt ihr auch sagen, ich verzichte ein bisschen auf die Akzeptanzquote, gehe ein bisschen davon runter und ziehe dafür Leute in mein Netzwerk, die auf jeden Fall nicht mit irgendeinem negativen Gedankengang reinkommen, die ich auf jeden Fall persönlich zu einem späteren Zeitpunkt konverten kann. So, das ist eine Kontaktanfrage. Wir können natürlich im Nachgang das Ganze auch weiterführen und sagen, wir senden die jetzt raus und sobald die Person angenommen hat, fügen wir sie zum Beispiel in der Liste hinzu, LinkedIn-Newsletter, ne? Eine Alternative zu dem ganzen Thema E-Mail-Newsletter muss natürlich komplett anders geschrieben sein, einen anderen Aufbau haben, aber ist eine schöne Möglichkeit, genau jetzt einen weiteren Kanal zu eröffnen. Da fügen wir ihn einfach in der Liste hinzu. Und in unserem Szenario erstellen wir dann eine Aufgabe. Und bei der Aufgabe ist ein spannender Punkt. Der Vertriebsprozess in Pipedrive, in HubSpot, in Salesforce, egal wo man sitzt, ist jedes Mal ein anderer von Organisation zu Organisation. Und das muss so ein bisschen individuell für jede Organisation aufgebaut werden. Pipedrive bietet aber da zumindest einige sehr coole Funktionalitäten, um mit Automatisierung da gut zu übernehmen. Das hattest du mir gezeigt, da war ich sehr, sehr begeistert. Wir können hier zum Beispiel in Aufgaben, die wir automatisch setzen an unsere Kontakte, in eckigen Klammern bestimmte Fehler am Ende des Tages setzen, zum Beispiel jetzt hier LinkedIn-Lead. Und wenn Pipedrive eine Aufgabe bekommt, zu einem Kontakt zugeordnet, wo genau sowas drinsteht, wissen die, okay, LinkedIn-Lead heißt unter der Haube für uns, wir sollen einen Deal erstellen, der jetzt auf folgender Phase gestellt ist, mit folgenden Notizen, folgendes am Profil sollte angepasst werden. Das heißt, wir können hier innerhalb dieser Kampagne, sobald die Person im Netzwerk ankommt, unser Pipedrive-Account wieder daraufhin basierend, sage ich mal, umstrukturieren und aktualisieren. Moise, Annalena hat eine Frage. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon beantwortet ist, ob man Reach-Out ohne Nachricht anfragen kann, ob das geht überhaupt. Na klar, da gibt es einen eigenen Schritt für. Das ist wirklich entweder mit oder ohne Nachricht sind 2 Aktionen für uns. Wir reden ja mit LinkedIn unter der Haube, das heißt per API-Schnittstelle. Und das sind 2 unterschiedliche Befehle. Wir können beide abhandeln. Und wie gesagt, man sollte das einfach mal messen. Dass man sagt, wie ist denn da der Unterschied, wenn ich ohne sende, wenn ich mit sende, wenn es an eine warme Zielgruppe geht versus eine kalte Zielgruppe. Klassischerweise sage ich immer direkt, wenn die Leute euch irgendwo schon kennen, wird es einfacher, ohne Text anzufragen, weil da sehe ich einen Bernd, das Gesicht kenne ich, so in die Richtung, da freue ich mich drauf, füge ihn ins Netzwerk hinzu. Wenn er jetzt aber kommt, hallo Herr Tittler, ich habe Sie gerade initial das erste Mal gefunden, dann denke ich mir, ach Bernd, wir kennen uns schon, dann ist es negativ. Hast du deine Tools nicht? Deshalb kalte Leads, ganz genau, kalte Leads anzusprechen, mit Text unbedingt, damit wir hier überhaupt einen Grund haben, warme Leads anzusprechen, wo wir nicht perfekt wissen, was die Situation ist, ohne Text natürlich ist auch das möglich. Wir springen aber weiter und sagen, wir haben jetzt hier eine Kampagne und haben jetzt über den Weg, dass wir die Profile manuell oder über den Sales Navigator hier über diese wunderbaren Suchen rein importiert haben ins Tool. Und was unser Tool dann für euch macht, ist am Ende des Tages, die automatisch nacheinander abzuarbeiten, sobald wir auf Start drücken und den Überblick für euch zu gewinnen, damit euer Aufwand am Ende des Tages nicht alltäglich in der Ausführung liegt, sondern in der Vorbereitung von genau diesen Kampagnen und in der Nachbereitung und nicht in genau dem Bereich dazwischen. Aber mit LinkedIn, Automatisierung grundsätzlich, muss man immer vorsichtig sein, denn wir reden hier über echte Beziehungen, die wir versuchen zu reaktivieren, besser aufzubauen. Ne? Das geht nicht automatisch ohne weiteres. Ich sage immer, wenn man solch eine Sequenz erstellt, schick erstmal 10-mal entsprechend die Nachricht selbstständig raus und zwar selbst manuell. Guck nach, ob du dich mit allen Leuten, die du jetzt angesprochen hast, die ersten 10 sicher damit fühlst, diese Nachricht an genau diese Leute zu senden. Weil sobald der erste Brummeln in deinem Bauch auftritt und du denkst, das war nicht der Text, den ich jetzt gesendet hätte, wenn ich das persönlich gemacht hätte, ab der Sekunde würde ich überlegen, die Kampagne wieder anzupassen und einen authentischen Weg zu finden, die Person anzusprechen. Ganz, ganz wichtig, dass man sich dabei sicher fühlt. Also am Anfang immer ein bisschen manuell testen, solange bis man sagt, ich habe genug Erfahrung darin, um das jetzt zu automatisieren und mir Zeit zu ersparen.
So. Entschuldigung, mal, dass ich jetzt nochmal brich. Auf der anderen Seite des Spektrums, also zuerst langsam und vereinzelt ausprobieren, wie viele Leute könnte ich pro Tag dann anschreiben? Weil LinkedIn hat da so Limitierungen, glaube ich, gell? Verschiedenste Limitierungen. Mhm. Es gibt bei Kontaktanfragen erstmal ein grundsätzliches Limit, dass man sagt, grundsätzlich solltest du 100 Kontaktanfragen als Profil pro Woche anpeilen. Du kannst ja mittlerweile auch drüber gehen. Ich sage jetzt mal, wenn dein sogenannter Social Selling Index, das ist der Score, den LinkedIn dir gibt, da entsprechend hoch genug ist, wirst du auch in der Lage sein, mehr Anfragen zu stellen. Das wird aber nicht über 250 ohne weiteres rübergehen, auch nicht mit dem teuersten Profil, was du dir einkaufst. Das heißt, es gibt ein Volumen, was halt einfach entsprechend erfüllt sein muss. Ich sage immer, starte mit 100 die Woche. Und sobald du merkst, dass entsprechend deine gesamten KPIs durch die Decke gehen, dann kannst du Stück für Stück, peu à peu, mehr Leute am Ende des Tages reinhauen. Wenn du zu aktiv wirst, zu schnell, und das bezieht sich auf die Profilbesuche, auf die Anzahl an Aktionen, die du machst, und das manuell oder automatisiert, bringt es dein Profil auf jeden Fall in Gefahr. Ganz wichtig an den Matthias. Das heißt, du musst unbedingt überwachen, wir machen das natürlich mit unseren Tools hier automatisch, dass wir sagen, wie viele Aktionen bringst du denn tatsächlich durch? Und wenn du dann über diese, ich sag jetzt mal, gewöhnlichen Anzahl rüberkommst, musst du unbedingt das Ganze runterschalten. Und besonders, wenn LinkedIn am Anfang von dir nur mitbekommt, dass du die ganze Zeit Kontaktanfragen sendest, Nachrichten sendest, Profile besucht, aber auf der anderen Seite jetzt quasi dich nicht an der Community beteiligst, Beiträge veröffentlichst, mit Beiträgen auseinandersetzt, Artikel liest, im Feed aktiv wirst. Ab der Sekunde werden die dann ein bisschen misstrauisch und werden dich mehrfach einschränken. Das geht bis zu 4-mal am Ende des Tages. Deshalb erstens Premium-Produkt kaufen von LinkedIn, damit man da ein deutlich weiteres Feld hat an Sachen, die man machen kann. Zweitens darauf achten, wie viel Aktivität man am Ende wirklich durchbringt. Dann ist man auf der sicheren Seite. Aber genau diese zwei Aktionen muss man genau überdenken. Noch eine schnelle Zwischenfrage. Findet man irgendwo seinen Social Selling Index heraus auf LinkedIn? Weißt du das? Ja, ja. Da gibt's ein Werbeprodukt von LinkedIn, das ich jetzt einfach hier kurz mal reinschicken kann. Das ist eine URL, die nennt sich linkedin.com/sales/SSI. Und wenn ihr da drauf drückt, während ihr eingeloggt seid auf LinkedIn, dann werdet ihr entsprechend direkt gelistet und könnt jetzt sagen, wie hoch auf einer Skala von 0 bis 100 schätzt euch LinkedIn derzeit ein. Und 68 ist mal eine sehr gute Zahl, denn über 80 zu kommen ist so gut wie unmöglich. Da musst du wirklich der Influencer schlechthin für LinkedIn werden. Unser Ziel ist es, über 50 zu liegen und die 75 anzupeilen. Und das ist immer ein schöner Indikator. Das ist nicht der einzige Single Source of Truth, aber das ist ein schöner Indikator, was LinkedIn gerade über dich denkt. Und da und darüber hinaus mehr oder weniger, was du dir gerade auf LinkedIn erlauben kannst oder in welchen Bereichen Inhalte veröffentlichen, Netzwerk ausbauen, du laut LinkedIn noch gewisse Defizite hast. Also einfach mal prüfen, gucken, was am Ende des Tages da rauskommt und sagen, über den Weg möchte ich jetzt mit manuellen Prozessen oder mit Automatisierung neue Kontakte gewinnen. Und dann stoßen wir direkt in den wichtigen Punkt, neue Kontakte gewinnen. Was passiert denn, wenn du jetzt einen neuen Kontakt gewinnst? Weil neuer Kontakt, ich habe immer den tollen Vergleich mit den Panini-Heften, die du bestimmt auch kennst von den ganzen WMs. Ja, da klebst du ganz stolz entsprechend den nächsten Fußballspieler rein und dann kommt das Panini-Heft entsprechend in die Schublade. Ganz wichtig, da müsste man gucken, was macht man mit diesen Leads? Und da ist der Punkt, LinkedIn bietet uns richtig gute Interaktionspunkte an, an denen wir ablesen können, ob jemand sich jetzt mit uns beschäftigt. Wir haben nämlich die Möglichkeit, mit einem Premium-Profil Profilbesuche wirklich richtig gut am Ende des Tages zu tracken. Wer kommt auf unser Profil? Wer beschäftigt sich mit unseren Inhalten wiederkehrend einmalig? Das heißt, wir haben einfach eine knallharte Liste an Leuten, die wir abarbeiten können, von wegen, die sind jetzt ein bisschen weiter im Prozess, im Aufwärmprozess. Wir können darüber hinaus Content-Interaktion, Likes, Kommentare auf deinem Profil und auf dem Company-Profil tracken und genau da sehen, was passiert hier, wer beschäftigt sich mit uns, wer ist im Prozess tatsächlich schon so weit vorangeschritten, was dauern wird, dass er auf deine Beiträge reagiert oder wer hat sich dazu entschlossen, dem Company-Account ein Abonnement zu schenken, um weiter über euer Produkt informiert zu werden. Der perfekte Grund, um sich bei der Person zu melden und zu fragen, was das Grundincentive war, sich hier anzumelden.
ob man in 3 Monaten da eine ganze Menge gelernt haben möchte oder ob wir uns nicht einfach mal zusammensetzen sollten. All diese Content-Punkte, genau wie Event-Anmeldungen, Chat-Interaktionen in beide Richtungen, helfen uns zu verstehen, welche dieser Karteileichen, die jetzt wieder in unserem Aufwärmprozess stecken, sind an welchem Punkt und können deshalb angesprochen werden oder nicht. Wunderbare Möglichkeiten fürs Tracking. Auf LinkedIn selbst, da kriegen wir eine ganze Menge Daten von LinkedIn zurechtgelegt, die wir hier nutzen können, um die Person anzusprechen. Und ich habe direkt noch eine zweite Datenquelle für euch, sehr, sehr mächtig. Denn was wir machen können, ist super gut unsere Webseiten, unsere Blogpost-Artikel, all diese Angebote zu verlinken und Leute von LinkedIn auf unsere Webpräsenz zu funneln. Und da haben wir jetzt verschiedene Technologien und Funktionen, die wir einsetzen können, um das wiederum zu erfassen. Alles, was auf LinkedIn passiert, trackt LinkedIn Premium für uns oder der Sales Navigator. Alles, was auf der Webseite passiert, tracken entsprechend Lead Info und Pipedrive für uns. Lead Info ist ein Tool, da geht es um die Datenerhebung von deinen Website-Besuchern. Das heißt, wer hat tatsächlich sich mit deiner Webseite auseinandergesetzt? Mit der Auflage, das ganze Thema geht um Unternehmensdaten. Das heißt, du bekommst kein Bernd Auer zurück, sondern bekommst PD-Experts zurück und weißt, okay, PD-Experts informiert sich gerade über meine Webseite. Über den Prozess, den wir uns davor angeschaut haben, wissen wir aber, wie wir mit LinkedIn und dem Sales Navigator aus Unternehmensdaten Ansprechpartnerdaten machen können. Das heißt, wenn 100 Unternehmen meine Webseite besuchen, kann ich mit Hilfe von LinkedIn 200 Ansprechpartner finden von genau diesen Unternehmen und die proaktiv einladen, sich mit mir zu verbinden, wo ich dann einen weiteren Kanal habe, wo sie wieder weiter über mich informiert werden. Das heißt, super effektiv auf LinkedIn akquirieren wir die Leute und schicken sie auf unsere Webpräsenz. Das tracken wir und gehen dann wieder proaktiv rein in die Suche und sagen, wenn PD-Experts jetzt zum dritten Mal meine Webseite besucht, welche Kontakte habe ich denn bei PD-Experts? Und wenn ich dann sehe, ein einziger Kontakt, der Bernd Auer, dann weiß ich ziemlich genau aus dem Umkehrschluss, das ist die Person, die ich jetzt ansprechen muss, proaktiv und fragen muss, ob es nicht mal einen Vorteil hätte, wenn wir uns zusammensetzen. Muss der andere, darf ich? Wiederkehr. Entschuldige, Bitte. es ist schon relativ spät, deswegen bin ich jetzt ganz schnell. Ja? Ja. Mir gefällt der Anfang dieser Reise nämlich aus der Richtung auch sehr gut. Ja? Also, wir haben Lead-Info auch auf unserer Seite, wenn da ein Unternehmen erkannt wird, und es sind relativ viele, die erkannt werden, glaube ich, kriegt man eine Liste mit Leuten in Lead-Info von LinkedIn, die dort arbeiten. Ja? Das heißt, ich übernehme die automatisiert dann in meinem Pipedrive und starte von dort aus dann die Reise über LinkedIn, weil wenn jemand auf meiner Seite gewesen ist, dass ich die dann über LinkedIn anspreche, das liegt eigentlich fast auf der Hand. Ja? Also der Start der Reise über Lead-Info, über die Erkennung von Website-Besuchen ist auch ein sehr guter. Absolut. Wir machen das gerade intern so, dass wir, ihr habt ja eben gerade die Liste im Sales Navigator gesehen, auf wöchentlicher Basis uns die Daten von Lead Info voraus exportieren, welche Unternehmen auf unserer Webseite aktiv sind und fangen die dann an zu suchen und sagen auf LinkedIn, zeig mir mal bitte erstmal an, welche Kontakte habe ich denn bei diesen Unternehmen schon im Netzwerk, die entsprechend meine Webseite besuchen. Dann kriege ich eine Liste ausgespuckt aus 40 Ansprechpartnern und sage, super, mit denen sollte ich mir den nächsten Schritt eröffnen und sie mal anschreiben, ob sie denn alle Informationen gefunden haben. Gleichzeitig, welche Ansprechpartner kenne ich noch nicht aus diesen Unternehmen? Diese natürlich genau auf die Liste, rein in mein LinkedIn-Netzwerk. Und dafür ist LinkedIn super, der Sales Navigator super, um das toll zu filtern. Und wir haben eine tolle Datenquelle, um aufgewärmte Accounts mit Hilfe von LinkedIn dann auch entsprechend umzuwandeln in Ansprechpartner, die wir ansprechen können. Pipedrive bietet zudem auch noch gute Funktionalität an mit einem direkten Support-Chat. Proaktiv, der auf der Webseite aufpoppt, mit Lead-Formularen, um jetzt auch wieder die interessierten Website-Besucher, die tatsächlich bereit sind, Daten einzugeben, wirklich zu tracken und dann zu sagen, super, jetzt ist der Bernd Auer im Gespräch gewesen mit uns auf der Webseite, hat sich für ein Content-Stück angemeldet, etc. Das heißt, wir wissen am Ende des Tages, diese Leute sind jetzt wirklich bereit, angesprochen zu werden und sind auch direkt schon im Pipedrive drin. Das heißt, die Leute müssen wir dann gar nicht proaktiv irgendwie rüberziehen, sondern die sind dann direkt erfasst worden. Bei allen anderen würden wir jetzt wieder den klassischen Prozess anstreben, den wir davor gemacht haben. Die Leadsuche, wir ziehen die Daten raus in den Sales Navigator, filtern hier entsprechend, bis wir eine coole Leadliste haben, die wir jetzt nicht mit LinkedIn-Anfrage kalt ansprechen, sondern einer Kampagne, die wir entsprechend genauer gemacht haben auf Website-Interaktion. Und das ist, glaube ich, der Kern, den wir euch heute vorstellen wollten.
Kalte Leads auf LinkedIn anzusprechen, ist eine sehr, sehr vielversprechende Sache, aber nicht direkt, sondern zieh sie ins Netzwerk, damit sie Stück für Stück über dich weiter informiert werden können und sitze an den wesentlichen Triggern und Tracking-Mechanismen, um hier zu gucken, was funktioniert, wer besucht mich zurück, wer informiert sich über mich und spricht die dann wieder proaktiv an am Ende des Tages. Sobald, das ist mein letzter Punkt, und dann können wir auch direkt in die Fragerunde springen, sobald am Ende des Tages wir es geschafft haben, irgendeine Person im Chat zu akquirieren, sage ich jetzt mal, haben wir die Möglichkeit, diesen Chat direkt auf Knopfdruck entsprechend zurückzusynken. Das heißt, dass unser Tool, was zwischen LinkedIn und Pipedrive sitzt, diesen Chat dann am Ende des Tages zum Beispiel einfach bei uns aufnimmt. Und sobald die Person einmal initial nach Pipedrive exportiert wurde, von uns nach Pipedrive, oder von Pipedrive über diese CSV-Schnittstelle mit dieser magischen ID rein importiert wurde zu uns, wissen wir direkt, wo die Person herkommt und updaten quasi die Felder, die Aktivität, die stattfindet auf LinkedIn automatisch. Das heißt, ab dann hast du wieder neue Datenquelle in deinem CRM-System, wo es genauso darum geht, dass man sagt, wir haben jetzt wieder mehr Daten, an denen wir festmachen können, wer sind Karteileichen, was ist mit denen bereits passiert und wen müssen wir wann das nächste Mal ansprechen, um entsprechend hier die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Deshalb einmal komplett den Prozess durch. Wir starten von Karteileichen im CRM, ziehen die raus, ziehen sie auf LinkedIn, wärmen die auf, tracken, wer mit uns interagiert, gehen proaktiv jetzt wieder diese Leute an, die das genauso machen und exportieren sie, sage ich mal, mehr oder weniger wieder automatisch zurück nach Hubs, nach Pipedrive, wo dann die Daten aktuell bleiben. Das wäre am Ende des Tages jetzt einmal kurz der Rundown von oben nach unten. Wir haben schon überzogen. Trotzdem, Fragerunde wäre ich natürlich noch bereit zu machen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ich? Ansonsten, ja. Wir beide müssen mal ein Video drehen, in dem wir genau zeigen, wie das jetzt technisch funktioniert. Ja, wo man genau sieht. Absolut. Also ich mag es ja auch ganz gern von Lead-Info starten und von dort im Pipedrive automatisch, das geht nämlich, also man kann sich dort Leads, also bei uns, wir haben es so eingestellt, wenn jemand nur auf einer Seite gewesen ist, wird daraus ein Lead. Wenn jemand mehrere Seiten oder bestimmte Seiten besucht haben, wie zum Beispiel eine Preisliste oder sowas, dann wird daraus ein Deal. Ja? Und von dort aus kann man ja sehr schön den Weg über Reach-Out starten. Ja? Wir sollten das mal herzeigen, genau. Wenn wir ein Video drehen. Machen wir gerne. Ansonsten helfen wir natürlich auch beim Step-by-Step-Implementierungsprozess von solchen Thematiken hier. Das kommt immer sehr stark darauf an, was habt ihr für eine Infrastruktur, was habt ihr für Ziele, was habt ihr für einen derzeitigen Prozess. Deshalb muss man immer ein bisschen draufschauen. Wenn man das weiß, kann man das direkt hier adaptieren. Da kommen noch Inhalte für euch, die stellen wir bereit. Ich habe nochmal die letzte Umfrage veröffentlicht. Welche Trigger kennst du und überwachst du schon? Trigger sind jetzt, sage ich mal, Datenpunkte, wo wir messen können, dass irgendetwas passiert, auf LinkedIn Profilbesuche, Content-Interaktion, Company-Followers, da wo jetzt gerade bei Company-Followers null Antworten einhergehen, Marketing-Inhalte-Downloads natürlich ganz klassisch, Website-Aufrufe. Bis jetzt sieht es sehr danach aus, dass Profilbesuche und Website-Aufrufe bis jetzt gut getrackt werden. Mein großer Tipp, track Company-Follower auf LinkedIn. Ihr werdet überrascht, wer euch da alles folgt. Und was das alles heißt, und wenn ihr mal proaktiv anfangt, auf diese Company-Follower zuzugehen, dann redet ihr eigentlich mit den Leuten, die sich proaktiv selbst dafür entschieden haben, euch zu sagen, dass das Unternehmen, nicht ihr als Person, sondern das Unternehmen interessant genug ist, um selbstständig sich dafür zu entscheiden, dem zu folgen. Also direkt einer der besten Trigger, um direkt auf die Leute zuzugehen. Ausprobieren. Ausprobieren und gucken, was für einen selbst gut funktioniert. Datenpunkte haben wir genug. Zwei Fragen haben wir noch. Ja. Die zweite verstehen wir nicht ganz. Aber Jendrik, ich fange an bei dir. Wie kann ich im Pipedrive eine Oder-Verknüpfung anlegen? Ich vermute, es geht um die Filter. Stimmt das? Gehe ich stark davon aus. Wenn ja, im Pipedrive muss man einfach nur lesen. Das ist Kontakte anzeigen, die allen diesen Bedingungen entsprechen. Ja, dann hat man da oben das Und da auf der Seite. Ja, und da unten kann ich sagen, die zum Beispiel bei der Organisation Adresse, Details, beim Land aus Österreich kommen, richtig schreiben sollte man es, oder eben zweite Bedingung dazu, Organisation, Adresse, Details, Land ist Deutschland. Ja. Dann hat man daneben die Oder-Funktion.
lasse ich kombinieren. Ja? Also da oben sage ich, alle Kontakte, bei denen der gewonnene Deal 0 ist oder bei denen die Adresse, also die Firma aus Österreich oder Deutschland kommt. Ja? Genau. Ja. Meine Frage beantwortet. Mächtig, die kreativ miteinander gut verbinden zu können. Je mehr Datenpunkte wir haben und je mehr am Ende des Tages Datenpunkte wir auch hier automatisch erheben, desto besser können wir hier filtern. Ich habe da sehr viel Zeit in diese Filter rein investiert am Ende des Tages und habe coole verschiedene Möglichkeiten gefunden, Karteileichen zu identifizieren, wo wir bestimmte Daten haben. Ne? Du kannst auch ganz klar sagen, ich brauche hier die LinkedIn-URL schon in dem Kontakt drin und dann kannst du es als Filter einfach einsetzen. Und dann kann man da mehrere Datenexports machen aus dem bisherigen System rein nach Reachout oder nach LinkedIn oder wohin man auch immer die Daten exportieren möchte. Die CSV-Schnittstelle ist wirklich sehr universell. Der Oliver sagt, eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich. Ich bin mir nicht sicher, auf was du das bezieht. Auf die Umfrage. Ach so, ja. Gutes Feedback für das Tool hier. Gebe ich direkt so weiter. Stand jetzt würde kein einziger Company-Follower tracken. Ich würde mal davon ausgehen, dass jeder einzelne von euch Company-Follower trackt, aber das Ganze halt nicht als erstes angeklickt hat. Deshalb, Mehrfachauswahl nicht möglich. Aber wichtig, viele dieser Punkte zu tracken. Und egal, ob wir der Administrator sind von dem Unternehmenskonstrukt, sage ich jetzt mal, ne, auf LinkedIn, oder nur mit unserem privaten Profil unterwegs sind, Datenpunkte sind genug da, wir müssen nur lernen, die entsprechend richtig zu interpretieren. So schaut's aus. So schaut's aus. Sehr schön. Wir hätten natürlich noch ein Angebot für euch, dass wir sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt im ganzen Thema, ich sag jetzt mal, Pipedrive richtig aufsetzen, die richtigen Felder erstmal richtig finden, damit man hier sagen kann, wir wollen in der Zukunft Karteileichen richtig identifizieren. Dann unbedingt mit dem Bernd reden. Der hat bei mir das CRM-System komplett mal strukturiert und da bin ich sehr froh und glücklich drüber. Und hat das bei vielen, vielen mehr gemacht. Das heißt, guckt euch mal an, was er da euch entsprechend beibringen kann. Und lasst auch gerne Feedback da. Ich glaube, das wird zu spät für dieses Session, das Ganze noch weiterzuziehen. Aber am Ende des Tages freuen wir uns irgendwie, falls ihr im Nachgang uns hier nochmal eure Inhalte zur Verfügung stellen könnt, ob euch das Ganze was gebracht hat, ob entsprechend hier der Mehrwert drin war und das Verständnis da war. Und dann teile ich jetzt mal ganz kurz noch meinen Terminkalender. Den könnt ihr natürlich auch in Anspruch nehmen. Falls ihr da irgendwelche Fragen zu dem Thema LinkedIn und Reachout-Software habt, einmal kurz einfach draufklicken, sich einen Terminkalender-Slot buchen. Und dann können wir da dieses Gespräch gerne im Detail weiterführen, sodass ihr nicht nur die Inspiration heute hattet, sondern am Ende des Tages auch das tatsächliche Learning, wie man es macht. Eine wichtige Frage hätte ich noch, Moritz. Muss ich das selber machen oder kann mir das auch jemand tun? Weil es ist doch ein bisschen Handarbeit dahinter, gell? Es ist eine ganze Menge Handarbeit dahinter und es ist eine ganze Menge Gewohnheit. Am Ende des Tages sage ich immer, langfristig gesehen und langfristig wirklich, musst du es selbst machen. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass man Leute sich dazu holt, das auf dem Weg gemeinsam aufzubauen und die richtige Strategie zu finden, die richtigen Erfahrungen zu machen und dadurch nicht bei Null starten zu müssen. Weil LinkedIn ist da tatsächlich nochmal massiv unterschiedlich zu E-Mail, Telefon und all den anderen Kanälen, weil es einfach eine eigene Situation ist. Natürlich unterstützen wir natürlich auch einen Prozess. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, unsere Software zu verkaufen, ist deutlich einfacher, wenn wir ein bisschen Zeit im Vorfeld investieren und den Leuten zeigen, wie sie die Software denn einsetzen, inhaltlich gesehen. Und dann hat der Self-Service-Vertrieb viel höhere Abschlussraten, weil die Leute verstehen, oh, strategisch gesehen damit. Das heißt, bucht euch gern ein, holt euch die Feedback-Informationen ab und wie ihr es am Ende umsetzt. Ich empfehle jeden, der mit LinkedIn jetzt gerade erst startet, mach es erstmal manuell. Ne? Schreib erstmal die ersten 30 Kontaktanfragen selbst, wirklich Hand per Text, Text per Hand, damit ihr versteht, was ihr da macht. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, LinkedIn noch nicht zu verstehen und direkt zu automatisieren. Weil ich sag mal so, wenn du 3 Leuten eine Nachricht mit einem schlechten Pitch schickst, ist doof für die 3 Leute und für dich. Wenn du das an 1000 Leute sendest, und dann auch noch massiv unpassend, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Deshalb Erfahrung manuell sammeln, Erfahrung adaptieren und gucken, wie kann man diesen Aufwand runterbringen und das Ganze irgendwie weiter automatisieren. Und da kommen wir dann wieder ins Spiel. Die Tipps, die du mir gegeben hast, waren dermaßen Weltklasse, wie zum Beispiel, dass ich mein LinkedIn-Profil einmal auf,
aufwerten soll, im Sinne von ein paar so Spezialfeatures reingeben soll, wie zum Beispiel die Topics nennt sich das, glaube ich. Gell? Also genau. Ich kann da jedem nur raten, den Klick da unten jetzt auf den Termin mit Moritz einmal zu machen. Also ein paar kleine Tipps haben uns wahnsinnig weitergeholfen. Das freut mich natürlich. LinkedIn ist eine ganz interessante Mischung aus Marketing und Vertrieb, wo wir jetzt hier irgendwie eine Schnittstelle aus beiden Seiten haben. Wenn man als Vertriebler mit dem Marketing zusammenarbeitet, dann ist LinkedIn eine wunderbare Möglichkeit, Content, Events, Videoinhalte etc. über das Gesicht des Vertrieblers genau in die richtigen Leute zu spielen. Allerdings, auch wenn man das als Vertriebler allein machen muss, eine ganze Menge Aufwand und eine ganze Menge Strategien, die eigentlich eher im Marketing-Department liegen. Deshalb eine unfassbar interessante Mischrolle und Mischaktion, die man hier durchführen muss. Aber dafür haben wir natürlich entsprechend den Austausch und hoffen, euch ein bisschen inspiriert zu haben, da jetzt manuell entsprechend loszulegen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Wir sind natürlich sehr happy, die noch zu beantworten. Weitere Umfragen habe ich nicht. Wir können natürlich ganz kurz nochmal die Ergebnisse teilen. Stand jetzt sagen die Leute, wann legst du deinen Kontakt an? Überwiegendermaßen nach der ersten Discovery-Interaktion 45% der Leute oder direkt alle Kontakte sofort auf 45% der Leute. Das heißt, die meisten sagen sofort oder nach der ersten Interaktion, was wir erstmals gut bewerten würden. Je nach CRM, je nach Strategie von dir kann da Unterschiede sein. Was ist die erfolgreichste Strategie auf LinkedIn, um in den Kontakt zu kommen? Freundlich allgemeiner Text hat gewonnen, ohne Nachricht Platz 2 und Gemeinsamkeiten aufzeigen Platz 3. Marketinginhalte positionieren ist trotzdem Thema, was man machen kann. Knallharten Pitchen leider nicht. Und das Letzte, welche Trigger überwachst und kennst du schon? Profilbesuche auf LinkedIn und Website-Aufrufe als die zwei großen Gewinner. Da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge rauslesen, wenn man hier am Ball bin. So, vielen Dank euch beiden. Wir danken euch für die Zeit und das Interesse. Die Aufzeichnung wird hoffentlich automatisch an alle rumgeschickt, entsprechend nach diesem Termin. Das ist ein neues Tool, was wir hier dafür nutzen, Demio. Meine Erfahrung wäre jetzt erstmal, glaube ich, sehr positiv. Ich weiß nicht, Bernd, in deine Richtung, was sagst du? Wunderbar. Ist cool. Wir müssen noch ein bisschen üben, damit flüssig umzugehen. Von meiner Seite perfekt, aber ich würde sagen, eine schöne Erfahrung. Und die Erfahrung kriegt ihr gleich per Video zur Verfügung gestellt. Ein schönes Schlusswort. Ein schönes Schlusswort, finde ich auch. Mit den Worten ganz liebe Grüße aus Berlin. Gesunde Zeit und ja, viel Erfolg. Danke, Moritz, für die Einladung. Bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.